Heute sind wir wenige hier, aber der Herr hat uns versorgt mit seinem Wort. Wir haben mit dem Eintauchen begonnen. Hier ist das Wort von letztem Sonntag, war so reich. Ich denke, wir brauchen nicht einmal eine Botschaft. Das Wort von... Oh, ich kämpfe gerade hier mit dem Kabel. Fertig, jetzt klappt's. Herr Jesus, so reich ist das Wort. Es war heute geteilt, die Hälfte ich, die andere Hälfte Matthias. Ich denke aber, Matthias hatte Probleme. Er konnte nicht kommen. Die Kinder sind krank geworden. Aber wenn Matthias zu Hause ist, die Geschwister hier, ihr könnt mitteilen. Die Geschwister sind herzlich willkommen. Die Botschaft dieser Woche hat so viele Dinge. Die Botschaft in der Wahrheit wandeln, in der technischen Speise. Aber man kann es auch nicht lassen, es damit zusammenzusetzen, was Bruder Pedro am Sonntag sagt, auch in den Lives am Donnerstag. Ich weiß schon nicht mehr, was ist technische Speise, was ist das Wort vom Sonntag oder das Wort von der technischen Speise, vom Live. Es ist alles schon sehr miteinander verbunden. Die tägliche Speise ist verstärkt worden durch dieses Wort. Herr Jesus, ich möchte mit den Geschwistern Epheser 4, Vers 24 lesen. Das ist der Vers dieser Woche. Damit wir jetzt schon in die Last eintauchen können. Herr Jesus, Herr Jesus. Epheser 4, Vers 25. Epheser 4, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Herr Jesus, deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Die Geschwister haben uns hier geholfen. Dieses Wahrheitreden hat eine tiefere Bedeutung. Wir sehen schon im vorhergehenden Vers, beginnt in Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Wir haben hier also ein Gegensatz. Die Heiden, sie wandeln in der Nichtigkeit ihres eigenen Sinnes. Aber wir sollen nicht die Lüge reden. Das heißt, die Lüge hier, die Wahrheit, die jeder, die wir untereinander reden sollen, steht im Gegensatz zur Nichtigkeit. Was ist die Wahrheit hier? Sie ist Wirklichkeit. Bruder Pedro hat das Wort uns mitgeteilt und gesagt, Gott ist Wahrheit. Wenn wir davon sprechen, in der Wahrheit zu wandeln, heißt es, wir sollen in Gott wandeln. Wie in Epheser beschrieben wird, die fünf Arten des Wandels, in Wahrheit, in Licht, in der Liebe und in der Wahrheit. Wenn du in Gott bist, bist du in der Wahrheit. Als Gott das Universum schuf, war nur er die Wahrheit, nur er existierte. Er schuf die Engel, alle Dinge und die Engel. Er schuf den Menschen, er schuf die Erde. Und wir sehen, schon gleich am Anfang von 1. Mose hat der Mensch einen anderen Weg ausgewählt. Er hat den Weg ausgewählt, sich zu trennen. Er wählte es aus, als er vor dem Baum des Lebens und vor dem Baum der Erkenntnis stand, sagte er, okay, ich möchte ein Kenner sein, ich möchte unterscheiden, was gut ist für mein Leben, ich möchte sein wie Gott. Er wählte es aus, sich zu trennen. Und wenn wir uns vom Herrn trennen, kommt das, was nicht Wahrheit ist. Wenn der Herr die Wahrheit ist, was nicht in der Wahrheit ist, ist Lüge. Je mehr ich auch möchte wahrhaftig sein, wenn ich fern vom Herrn bin, es bleibt einfach nur Lüge. Der Herr ist die Wahrheit. Die Welt geht heute so vielen Dingen hinterher. Wir sind hier nach Deutschland gekommen, um Ingenieur zu sein, um viele gute Sachen zu machen. Wie man die menschliche Sache regeln kann, wie man mit Komfort
leben kann, ein gutes Transportmittel haben, so viele Dinge. Aber all dies ist noch Lüge. Wenn dies kein Gott in sich hat, ist alles Nichtigkeit, ist alles leer. Oh, Herr Jesus, was ist Wahrheit? Wahrheit ist der Herr. Wenn ich meinen Tag beginne, beginne ich wie in 1. Mose, als ein Chaos war, leer und wüst. Wenn wir den Tag beginnen, haben wir zwei Optionen. Zuerst mich von der Wahrheit füllen, mich vom Herrn füllen und meinen Tag im Geist beginnen, den Herrn anrufen und suchen, was Wahrheit ist. Oder ich habe die Option, gut, diesen Tag will ich durch mich selbst leben. Ich werde beginnen, Übungen zu machen. Was hier in Deutschland viel gibt, Meditation, Yoga, sind alles Dinge, sie sind gut, aber sie bringen uns nicht zur Wahrheit. Herr Jesus, das ist das Empfinden in Epheser 4. Der Mensch ist hat diesen Weg betreten, dass er gefangen bleibt in der Nichtigkeit seiner eigenen Gedanken. Als der Mensch sich von Gott trennte, ist dies geschehen. Und das Erste, was geschieht, wenn wir den Herrn ablehnen, die Wahrheit ablehnen, sind nur niedrige Dinge. Der Mensch wurde in der Nichtigkeit seiner eigenen Dinge verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, in denen ihn ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr habt den Christus nicht so kennengelernt. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt diesen Weg, sich zu fallen, vom Herrn zu trennen, unempfindsam zu werden. Wer den Herrn nicht kennt, er kennt nicht andere Dinge. Er kennt nur dies, wenn du zu ihm sagst, ja, was ist das Leben? Wir wollen Wahrheit. Die Menschen verstehen nicht einmal, was du da redest. Der Geist wurde nie erweckt. Er ist abgestumpft. Aber so haben wir den Christus nicht kennengelernt. Wenn es ja heißt, den Christus kennen, das ist richtig. Wir denken vielleicht, das muss ja heißen, wir müssen von Christus lernen, aber das ist korrekt hier. Du musst den Christus lernen. Was wir lernen, ist normalerweise ein Prozess. Du handelst so, du verhältst dich gut und du erhältst Verhaltensregeln, um mehr Christus ähnlich zu sein. Aber hier heißt es nicht, wir lernen von Christus, sondern wir lernen den Christus. Je mehr wir den Herrn berühren, je mehr wir durch den Geist leben, wie es hier heißt, den Geist üben, in das Wort eintauchen, das Wort tun, das bringt uns dahin, durch den Geist des Lebens zu leben. Das ist der Weg, wie wir die Sünde und den Tod überwinden. Wenn wir also im Geist sind wir wie dieser Strom des Lebens, den wir gesehen haben. Wenn du nicht im Geist bist, dann blockierst du den Kanal des Lebens. Aber wenn du zulässt, dass dieses Wasser durch dich strömt, wird dieser Strom dich verändern. Du wirst den Christus lernen. Und wir werden immer ähnlicher dem Herrn. Wir lernen den Christus und werden ihm immer ähnlicher. Aber Vers 21 fährt fort. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Wie lernen wir die Wahrheit? Wie lernen wir Christus? Indem ihr habt doch gehört und seid in ihm gelernt, und wie es weit in Jesus ist, die Wahrheit, die rettet uns. Wir haben hier also gesehen, dass die Lüge gibt und die Wahrheit gibt. Wir müssen hören und das Wort empfangen. Durch das Wort werden wir immer mehr unterwiesen und lernen mit dem Christus. Wir werden immer mehr erweckt für die Notwendigkeit des Wortes. Wenn wir vom Wort sprechen, haben wir einen Ausdruck gebraucht, wenn die Person es nicht richtig versteht, was es bedeutet. Ah, die Geschwister wiederholen immer das Wort, das bedeutet, wir sprechen vom prophetischen Wort. Warum? Es gibt doch das Wort Gottes und das prophetische Wort. Im Wort können wir sehen,
was in der Bibel geschrieben ist, ist alles das Wort. Es wurde uns gegeben, es ist dein Recht von 1. Mose bis Offenbarung. Wenn wir vom prophetischen Wort sprechen, sprechen wir vom Wort Rema, was der Herr heute zu seiner Gemeinde spricht. Ist sehr gut. Ich werde den Herr am Morgen suchen, am Montagmorgen. Ich möchte den Herrn suchen. Ich werde das Wort lesen. Ich entschließe mich und lese. Was lese ich jetzt? Ich lese 2. Mose. Wunderbar. Du wirst etwas gewinnen in 2. Mose. Der Herr hat dir viel zu geben dort. Aber es gibt etwas in 2. Petrus 1, Vers 19, da wird vom prophetischen Wort gesprochen. Die Leute, das Wort erleuchtet, alles, was wir jetzt genießen, von dem Wort, das der Herr zu den Gemeinden spricht, ist über Kolosser. Wenn du sehen möchtest, was der Herr jetzt in diesem Augenblick zu seinem Volk spricht, das steht in Kolosser. Du kannst auch an anderen Orten suchen. Klar, du kannst es. Du wirst gewinnen. Ich glaube es sehr, dass du gewinnst. Aber wenn du noch einfacher bist und du sagst, was spricht der Herr jetzt zu Geschwistern, was er möchte mir sprechen, dann gehst du zur Speise und du wirst sehen, wirklich, ich kann es nicht berühren. Ich kenne dich doch schon. Aber wenn du dich entleerst heute, entleere ich mich. Ich möchte sehen, was der Herr genau heute zu mir sprechen möchte. Dann wirst du das Wort empfangen, was der dir jetzt geben möchte. Herr Jesus. Wir lesen weiter hier in Vers 22, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert wird in dem Geist eurer Gesinnen und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Herr Jesus, jeden Tag muss ich mich also erneuern. Im Geist meiner Gesinnung. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung der Geschwister, aber jeden Tag, wenn ich aufwache, bin ich wie ein bisschen Atheist. Ich erwache auf in mir selber, sehe nur meine Sache, fremd den Dingen Gottes. Aber dank sei dem Herrn, wir haben das Eintauchen, das Eintauchen des Tages, den Vers der täglichen Speise. Die weisen Tage sind Sprüche. Das erneut dich im Geist und du ziehst den neuen Menschen an. Es aktiviert deinen Geist. Jeden Tag habe ich die Gelegenheit, ein bisschen mehr in der Wahrheit zum Wesen zu machen, ein bisschen mehr den Christus zu lernen. Wenn wir mehr die Wahrheit genießen, wir gehen aus dem Epheserbrief jetzt heraus. In Epheserbrief erzählt Paulus den Epheser, wie sie gezeigt wurden. Um es jetzt schnell zu sein, Epheser 1, Vers 13, dort heißt es, als Paulus den Ephesern schrieb, in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was hat die Epheser gezeugt? Was hat dazu geführt, dass sie mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt wurden? Nachdem sie das Wort der Wahrheit gehört haben. Die Epheser wurden gezeugt, als sie das Wort hörten und sie glaubten. Sie empfingen das Evangelium ihrer Errettung. Sie wurden versiegelt. Wenn du zum ersten Mal das Wort hörtest, empfängst du ein Siegel. Du hast ein Siegel, du findest ein Siegel, woran das heißt, es gehört jemandem. In der Universität in Brasilien, normalerweise die öffentlichen Dinge, egal was ist, ein Stuhl, ein Tisch, immer gibt es ein Siegel, das, was bedeutet, es gehört jemandem. Wenn du dort hinausgehst, dann heißt es, es gehört immer noch zu dem Ort, das Siegel sagt es. Wenn wir den Herrn zum ersten Mal empfangen haben, haben wir ein Siegel empfangen, dass wir dem Herrn gehören. Aber Paulus sagt auch den Kolossern, Kolosser 1, Vers 5,
Ich lese ab 3. Paulus ist lustig. Er war niemals in Kolosse. Er ist niemals dorthin gegangen, in das Evangelium zu verkünden. Er sandte jemanden dorthin, der von dort war, den Epaphras, und er ging nach Kolosse, der Epaphras, und sagte die Gemeinde, und Paulus sandte einen Brief zu den Geschwistern, die er niemals zuvor selber gesehen hatte. In Vers 3 heißt es, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus, die es gehört haben, und von der Liebe, die zu allen Heiligen habt. Das heißt, Paulus war nicht dorthin gegangen, er hatte nur gehört, was die Geschwister zu ihm sagten. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Herr Jesus, die Kolosser sind nie mit dem Apostel Paulus zusammen gewesen. Sie konnten gerettet werden, in den Leib hineingeführt werden und brachten viel Frucht durch das Wort der Wahrheit. Was ist unsere Last heute? Wir verkünden das Evangelium, wir sagen das Wort der Wahrheit. Warum ist das Wort so wichtig? Denn wir wissen, es zeugt alle Dinge. Es war es, das Universum zeugte. In 1. Mose 1, Vers 1, da sprach Gott und alle Dinge entstanden. Aber das Wort geht weiter. Der Herr spricht weiter. Er spricht durch seine Propheten. Und dieses Wort, das zeugt alle Dinge. Das Wort hat die Kolosser gezeugt. Wie Paulus sagt, hat in der ganzen Welt gezeugt, Herr Jesus. Und Vers 7, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist und uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Das heißt, es gibt einen Propheten, der Prophet, der Herr zuerst. Wie spricht der Herr zu seinen Heiligen? Er spricht durch den Propheten. Aber es gibt noch verschiedene Propheten. Ja, aber in der Bibel haben wir den Maßstab von seit Abraham hat der Herr immer jemanden, durch den er spricht. Danach haben wir Isaac und Jakob. Der Herr ruft Mose. Der Herr hat einen Kanal. Er gibt es diesem Kanal weiter. Und dieser Kanal gibt es allen anderen weiter. Es lohnt sich, wenn wir schon da hineingehen, in Offenbarung 1, Vers 1 und 2. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan. Wir haben den Herrn, der möchte seinen Knechten weitergeben. Aber wie gibt er seinen Knechten weiter? Er kommt nicht und offenbart es einer Menge von Menschen. Er offenbart es einem Knecht und der Knecht gibt es seinen Mitknechten weiter. Stellt euch vor, jeder beginnt jetzt zu sagen, ich habe vom Herrn empfangen und jeder, ich denke, wir müssen dorthin gehen. Der Maßstab in der ganzen Bibel, den Maßstab, den Gott gebraucht hat, möchte nicht zu sehr in diesen Punkt hineingehen. Die Geschwister haben schon viel darüber gesprochen. Der Herr gibt es seinen Propheten weiter und der Prophet gibt es uns allen weiter. Und dieses Wort, wenn wir es nicht hören, wer dann verliert, sind wir es. Wir verlieren auch bei der Gemeinde. Und wir haben ein Beispiel, das gut hier aufgestellt ist. Der Herr hat den Apostel Paulus gerufen. Der Apostel Paulus empfing diese Offenbarung von dem Herrn. Und er hatte, wir wissen nicht genau, wo es war, wir glauben, es war in der Schule des Tyrannus. In der Schule des Tyrannus hat Paulus hat dort 2 Jahre in Ephesus verbracht und hat viele Menschen zugerüstet. Und wahrscheinlich haben viele zugehört, auch Epaphras von Kolosse. Er hat das Wort empfangen und danach gab es den Kolossern weiter. Und sie glaubten den Herrn.
Wir haben den Herrn, der gibt es den Paulus weiter, Paulus gibt es Epaphras weiter und Epaphras gibt es den Kolossäern weiter. Wir haben hier den Strom der Gnade. Der Strom kam dort von 1. Mose, geht durch die Propheten, geht durch den Knecht, zum Knecht, zum anderen Knecht, zum anderen Knecht und die Kolossäer haben es den Geschwistern von Laodicea weitergebracht und die Laodicea haben es anderen Menschen weitergebracht und der Strom der Gnade fließt weiter, aber wichtig ist, dass wir diesen Fluss nicht versperren. Stellt euch vor, mittendrin, der ist Paulus weitergegeben, Paulus war treu. Hat es Epaphras, gab es seinen Bruder in Kolossäer weiter. Der Bruder in Kolossäer ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so, was ich möchte. Ich werde etwas anderes anhören. Mal hören, was die griechische Kultur darüber sagt. Wir haben gesehen in dieser Woche im Wort der Botschaft 15, Herr Jesus, die Sache mit dem Aztekentum. Der Kanal in YouTube, bevor ihr irgendwelche Nachrichten hört, musste mit dem prophetischen Wort verbunden sein. Es ist ein Segen, das Einzige, was uns in dieser Zeit leiten kann. Der Herr spricht zu seiner Gemeinde. Wenn du nicht eingeschrieben bist, wir haben 127.000 eingeschrieben, viele Menschen, die auf der Straße kontaktiert werden, die Geschwister legen Wert darauf, dass sie ihr Handy öffnen und sich in dem Kanal einschreiben, dass sie die Neuigkeiten empfangen. Ich bin nicht damit involviert, aber wenn du nicht, du verlierst damit über den Aszetismus. Glücklicherweise, ich möchte auf die Uhr schauen, unter den Christen, unter den Christen gibt es diese Angelegenheit der Heiligung, nicht zu sündigen, dass ich mich anstrenge, nicht zu sündigen. Getrennt vom Herrn, die Sünde ist etwas Negatives, aber wir wollen ein Christenleben haben. Es ist doch viel mehr als ein Leben, das nicht sündigt. Ein Leben der Scheine. Unter den Christen, auch in den nicht-christlichen Religionen, die Angelegenheit, dass du dich selbst vollendest. In Kolossäer war eine Verwirrung. Paulus kommt dorthin. Nein, Epaphras kam dorthin mit dem Evangelium. Und die Kolossäer Paulus nicht persönlich begann diese, gab Gnostizismus, verschiedene Dinge. Und es wurde ein Salat, ein leeren Salat, was sie tun sollten. Ich weiß nicht, ob Johannes verstanden hat, den Ausdruck Salat. Verschiedene Dinge, ein bisschen von hier, ein bisschen von dort nehmen. Aber das verdünnt das Wort des Propheten. Das Wort des Herrn, wenn du beginnst, hier etwas zu nehmen, dann ein bisschen Kojic. Coaching, ein bisschen das Wort von woher. Ich weiß nicht, was es so gibt, alles. Du verdünnst das Wort ein bisschen. Und das geschah. Pedro geht besser in Details rein über den Gnostizismus. Das Fleisch, glaubten sie, ist von der Essenz nach schlecht. Damit du nicht sündigst, musst dein Fleisch dann schlecht behandeln, misshandeln. Viel sehen wir davon heute. Unter den Christen, die Angelegenheit mit dem Fasten und der Nachtwache ist sehr stark, als ob du durch diese Dinge. Was uns mehr rettet, ist das Üben des Geistes. Diese Dinge, sie können gebraucht werden. Du darfst nicht meinen, dass du dadurch etwas tust und ich werde das tun. Ich lese 10 Kapitel am Tag und von jetzt an
Du möchtest etwas finden, was du tun kannst. Nicht etwas, das dich entleerst, wie es hier heißt. Der einzige Weg, wie die Sünde den Tod überwinden kann, ist ja in das Wort eintauchen und das Wort tun. Das bringt uns zum Strom des Wassers. Pedro gebrauchte ein Beispiel, ein Gesetz, etwas, was du nicht überwinden kannst, zum etwas, was immer geschehen wird. Wenn du dieses Heft nach oben schmeißt, wird es runterfallen. Wenn ich es 1000-mal schmeiße, wird irgendwann geschehen, das Heft nicht fällt und weiter schwebt. Du kannst 1000-mal versuchen, das Heft wird 1000-mal fallen. Wenn es beim 1001-mal in der Luft stehen bleibt, rennen alle raus. Sie rennen raus, weil etwas geschehen ist gegen das Gesetz. Etwas Übernatürliches. Wenn ich das festhalte, es fällt nicht. Aber wenn es in der Luft stehen bleibt, schweben bleibt, dann hat das Gesetz gebrochen. Was kann geschehen? Ich konnte verhindern, dass das Gesetz heftig fällt. Dann muss ein anderes Gesetz da sein. Ich stärke es. Weil etwas mit einem stärkeren Kraft als das Kraft der Gravität, aber irgendwann kommt der Wendepunkt, das fällt wieder. Was ist der, was, wenn du den Geist übst, ist wie eine Rakete. Du gehst immer weiter nach oben. Die Sünde, der Tod, sie möchten uns nach unten ziehen. Wenn du nach oben gehst, wenn du aufwachst, hast du schon das Gesetz, das dich nach unten zieht. Aber wenn du den Geist übst, denn zum Wort gehst, du genießt, tauchst hinein. Dieses Blättchen hier, Bruder Alex hat es in der vergangenen Woche gesagt, in der Konferenz hat Peter das kommentiert, das ist so genussreich. Du hast Paulus, du hast Epaphras, Alexander kam von der Konferenz, hat uns gesagt, was Peter gesagt hat, wir haben es empfangen, eine Geschenke vom Herrn in dieser letzten Zeit empfangen. Wir haben ein großes Empfang. Ist, was wir empfangen haben, das Institutleben für alle, das neueste Geschenk ist das Eintauchen in das Wort. Das Eintauchen in das Wort hilft uns wirklich, dass wir das Wort nehmen, das wir gehört haben. Ja, ich bin einverstanden, ich bin nicht einverstanden. Jetzt aber lernen wir es, unseren Geist zu üben, in das Wort einzutauchen. Früh am Morgen, das Gesetz der Sünde und des Todes. Wir können es in Römer 8 lesen, dann müssen wir uns mehr hier fundamentieren, dass wir nicht sagen, es wurde mir so gesagt, wir lesen es hier. Römer 7, Vers 24 endet mit Paulus, die ganze Situation, wie er versucht zu überwinden, es nicht schafft. Er merkt, dass ein Gesetz in ihm wirkt, Herr Jesus. 7, Vers 20. Wenn ich aber das, was ich will, nicht will ausübe, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also, dass das Gesetz, das bei mir, wenn ich das Gute tun will, nur das Böse von ist. Ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt. Und das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. Es ist ein sehr guter Ausdruck. Ich, elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das ist der Zustand des gefallenen Menschen, Herr Jesus. So mehr du es auch versuchst zu verändern, etwas zu übertünchen, das ist wie das Heft, das runterfällt. Du wirst es nicht schaffen. In Vers 25 endet er: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Sie haben hier das durch diese Verseinteilung geht es jetzt in Kapitel 8, aber es geht ja weiter hier.
Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus jetzt sind, denn das Gesetz des Geistes Lebens in Christus, Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. So, Herr Jesus, das Gesetz des Geistes Lebens in Christus, Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt ein anderes Gesetz, wir sind hier eingetaucht. Wie ist das, Christian? Der Geist hat eine Kraft, die größer ist als das Gesetz der Sünde und des Todes. Dieser Geist hat ein Gesetz, das größer ist als das Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn du Geist übst, wenn du zum Wort gehst, weißt, dieses Heft, was runterfällt, das hat dann eine Rakete unter sich. Das Heft hört auf zu fallen, es beginnt hochzusteigen. Wie können wir uns, wenn wir Geist sind, wie können wir uns davon fingern? Vom Fleisch befreien, weil wir haben ein Gesetz, was stärker ist. Warum kannst du den Orbit verlassen, die Rakete? Diese Beschleunigung, die ihn nach unten zieht. Was alles auf der Erde zusammenhält. Am Morgen bist du so, bist blockiert, du gehst zur Versammlung. Ich gehe zu blockiert, diese Last. 9,8 Hektopascal pro Quadratmeter zieht dich nach unten. Beginnst zu beten, zu singen, du genießt den Herrn. Das ist wunderbar mit Geschwistern zusammen. Du tauchst hinein, beginnst zu genießen. Herr Jesus, du übst den Geist, tauchst in das Wort ein, tust das Wort und das bringt uns dahin, dass wir den Geist des Lebens leben. Du beginnst es zu genießen und du zündest die Rakete, beginnst hochzusteigen, hochzusteigen. Es kommt der Punkt, je weiter weg du bist, desto geringer wird die Anziehungskraft. Nicht mal 9,8 Hektopascal pro Quadratmeter. Es sind nur noch 70% Anziehungskraft. 50% Anziehungskraft. Du übst den Geist weiter und du wirst immer leichter. Die Dinge der Sünde erreichen dich nicht mehr. Sie haben nicht mehr so viel Kraft über dich. Die Lüge, die Nichtigkeit hat keine Kraft mehr über dich, bis du aus dem Bereich, Aktionsbereich der Gravität hinausgekommen bist. Du bist dort im Geist. Und die irdischen Dinge berühren uns nicht mehr. Herr Jesus, ich habe Amir gehört, bevor er seine Erfahrung mitgeteilt hat, wie er zum Kongo geht. Er dachte, Junge, was werde ich den Geschwistern dort helfen? Er war sehr verloren. Dort gibt es eine neue Gemeinde, verschiedene Geschwister. Viel wurde schon versucht, ihnen zu helfen. Viele Spenden, viele Dinge. Was kann ich den Geschwistern dort geben? Er ging zum Park und dort im Park nahmen die Geschwister das Blättchen und haben genossen, gesucht. Und er hat gemerkt, genau das werde ich dorthin bringen. 20 Jahre kümmern sie sich schon um Afrika. Es sieht so aus, ob alles im Stillstand ist. Was tue ich jetzt? Ich bringe die Schwester hin, dass sie in das Wort eintauchen. Das wird es dort eine Veränderung bewirken. Er sagte dort und sagte zu ihm, Geschwister, das Wort ist sehr wichtig. Er sagt, okay, wir haben schon verstanden. Geschwister, das Wort ist sehr wichtig. Sie haben wirklich, wir haben verstanden. Ihr habt nicht verstanden. Das Wort ist noch wichtiger. Ja, wir haben es schon verstanden. Das Wort ist sehr wichtig. Aber das ist mein Empfinden, was ich euch lassen möchte. Und nicht nur den Geschwistern, auch mir. Ich sage es euch, aber das Ohr ist, mein Ohr ist näher an meinem Mund. Ich höre es, bevor ihr es hört. Das Wort ist wichtig. Das heißt, Geschwister, das Wort ist wichtig. Sagt es auch mit mir. Das Wort ist wichtig. Jetzt sage ich euch, das Wort ist noch wichtiger, als ihr bisher meintet. Er hat immer wieder auf dieser, dies wiederholt. Solange die Geschwister nicht beeindruckt waren, hat er immer mehr das wiederholt. Dass er nehmen, dass der Herr uns in diesen Tagen gegeben hat. Das Wort der Wahrheit, es befreit uns von der Nichtigkeit. Ich möchte in Prediger 1 und 2 jetzt nicht öffnen. Okay, wenn wir schon hier sind, ich öffne es doch.
Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades do pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, o Wort des Predigers des Sohnes Davids, des Königs von Jerusalem. Nichtigkeit und Nichtigkeit, spricht der Prediger. Nichtigkeit und Nichtigkeit, alles ist Nichtigkeit. Er hat die Karriere gesucht, er hat alles gesucht, was er konnte, der Salomo. Sein Leben endete alt und weichlich und er kam zum Schluss, nichts an dem war wirklich. Wir werden nicht die Gelegenheit, Gott sei Dank, wir werden nicht die Gelegenheit haben, alle Dinge zu suchen, die unsere Seele möchte. Aber wir können uns davon überzeugen, alles ist Nichtigkeit. Herr Jesus, wenn wir die irdischen Dinge gebrauchen, aber wir lieben es nicht mit dem Herzen, wir leben nicht dafür. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgelenkt werden. Jemand, der gelebt hat, alles erfahren hat, hat gesagt, uns ist gesagt, wir müssen das suchen, was Wahrheit ist. Deshalb der letzte Vers. Ich möchte noch den Geschwistern Zeit lassen, zu vervollständigen. Vers 16 und 17. Ah, das ist... Santificam na verdade... A tua Johannes. Palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. 16 und 17. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt sein durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein. Durch dein Wort. Das bringt uns immer mehr dahin, dass wir wahrhaftig sind. Wahrhaftig sein ist nicht eine Angelegenheit, davon nicht Lügen zu sprechen, sondern mit der Wahrheit verbunden zu sein. Herr Jesus, danke, Herr. Danke, du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns nicht nur die Bibel gegeben, du hast uns so viel Offenbarung in den letzten Jahren gegeben. Der Herr hat uns das Wort gegeben, das aus deinem Herz in diesem Augenblick kommt, für deinem Volk. Danke für die Propheten, danke für das prophetische Wort. Hilf deiner Gemeinde, dies zu schätzen. Segne deine Gemeinde in Deutschland. Segne jeden Bruder, egal wo wir sind. Hier in Baden-Württemberg, sei es in Bayern, in welchem Teil von Deutschland auch. Immer. Wir wollen dem Wort von Namen folgen, damit dieses Wort Kanäle hervorbringt, die fließen. Herr Jesus, hilf jedem der Geschwister, diese Woche Erfahrung zu haben, in das Wort einzutauchen, Wirklichkeit davon zu haben, in Christus sein, dass das Gesetz des Lebens funktioniert. Herr Jesus.